Nachdem der Sonderzug die zweite Liga verlassen hat, gab es einen ersten Halt am Amtsgericht Chemnitz. Der Zug fuhr weiter und plötzlich fährt der Zug schon wieder Richtung Amtsgericht. Da kommt Alex Köcher in den Waggon gelaufen und es gibt ein großes Hallo. Kick auf, Mensch Kösch! Mensch Kösch, rein ins Büro! Ja, Kösch, wie sieht's denn aus mit dir? Du bist ja schon zur ersten Insolvenz gekommen. Bist du doch normal, oder was? Der Conny Weise ist damals Trainer geworden. Er kannte mich ja noch sehr gut aus meiner Zeit oder aus unserer gemeinsamen Zeit in Jena. Und ich denke, er wusste, was er an mir hatte. Er kannte mich sehr gut und wusste meine Stärken. Und ja, ich wollte unbedingt Regionalliga spielen. Das war mein Ziel und ich habe mir das auch zugetraut. Ja, ich wusste selber, was ich kann und deswegen war es mir auch egal, ob der Verein momentan in der Insolvenz war. Ich wollte Fußball spielen, ich wollte mein Bestes auch in Zwickau geben und das habe ich von Anfang an auch versucht. Ja, aber dafür haben wir 2000 Mai gegen Schacht das Spiel zu Hause gewonnen, ne? Als damals Letzter, als wir eigentlich schon pleite waren und aber damals kurz vor dem Aufstieg war und Arzt das Ding in der 89. noch für uns entschieden hat. Das war echt eines der geilsten Erlebnisse und ich glaube bis heute auch der letzte Derby-Sieg übrigens. Ja Mann, und danach waren ja gleich nochmal die zwei Derbys im Sachsen-Pokal-Finale 2001 und 2002. Alter, was für Zeiten, das war echt bitter dann. Ja, natürlich, zwei Derbys gleich mitzuerleben war natürlich auf jeden Fall cool und ich wusste um die Brisanz hier in Zwickau und auch das mit Aue. Ich denke, insgesamt haben wir in der zweiten Regionalliga-Halbserie dort nochmal eine gute Partie gespielt insgesamt, ja, mit guten Spielen und mit tollen Ergebnissen, die uns sicherlich keiner zugetraut hatte. Und dort muss ich sagen, hatten wir natürlich auch Typen, egal ob das ein Uwe Kramer war. Es war eine coole Mannschaft, die zusammengehalten hat und deswegen hat man am Ende auch noch gute Spiele gemacht. Und das hat uns dann im Nachhinein auch ein Stück weit ausgezeichnet. Na und Köschen, jetzt bist du ja heimisch geworden in Zwickau oder was? Ich habe mich vom ersten Tag ja an pudelwohl gefühlt. Ich wurde hier super aufgenommen. Ja, ist mir natürlich auch relativ leicht gefallen, weil ich den einen oder anderen schon kannte. Und einen großen Anteil hatte damals auch, als ich hierher kam, der Peter Brendel, der sich dort toll um mich gekümmert hat, mir eine Wohnung besorgt hat, ja, was mir auch sehr wichtig war. Ja, ich wollte nicht wie andere irgendwo im Hotel leben und so vor mich hineiern. Ja, sondern ich wollte immer mich mit der Stadt, mit dem Verein identifizieren, so wie ich das in Jena gemacht habe. Viele, viele Jahre auch bei Bayern Hof. Ja, das wäre sonst nicht Alex Köcher. Ja, und deswegen habe ich mich hier vom ersten Tag an wohl gefühlt. Ich wurde richtig gut aufgenommen und wollte hier in Zwickau zeigen, was ich kann. Und sicherlich haben mich viele nicht gekannt. Ja, hinterher vielleicht dann umso besser. Ja, und ich denke, ich habe hier bis zum Schluss immer alles gegeben und das hat mich, denke ich, auch hier immer ausgezeichnet und ja. Und da hast du die zweite Insolvenz auch gleich noch mitgenommen, oder was? Hut ab. Ja, echter Glücksbringer für uns. Ja, ich bin einer der wenigen, die hier zwei Insolvenzen miterlebt haben, da habt ihr recht. Ich wusste immer, dass hier in Zwickau viel, viel machbar ist, ja, aber es waren zu meiner Zeit oder in den vielen Jahren halt auch teilweise viel Unruhe im Verein. Ja, jeder hat immer nur so auf sich geschaut, jeder hat sein bisschen gemacht und es gab natürlich auch Zeiten, da haben wir gut zusammengehalten, ja, aber es kam dann immer wieder Unruhe rein und ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass teilweise das Geld immer nicht pünktlich kam und ja, dort ist es dann auch nicht ganz einfach, ja, wenn man dort ein paar Leute in der Mannschaft hat, die das nicht so richtig verstehen und sich dann irgendwo ein bisschen hängen lassen. Und ja, so kam halt immer wieder ein bisschen Unruhe rein. Bin ja auch nie irgendwo weggerannt, ja, wie es viele dann auch gemacht haben. Und sind wir zu anderen Vereinen, haben dort wieder ihr Geld verdient. Ja, ich denke, man sollte auch dem Verein mal die Treue halten, auch wenn es mal nicht so läuft, auch wenn es mal richtig stinkt und eine Insolvenz da ist. Ja, auch da kann man durch und das haben wir gezeigt. Und Kösch, wie ist denn das hier unter uns, ne? Hast du da oben in Kalle Schrein ab und zu mal ins geschnurpst? Ich meine, unser Weser Platzwart ist ja, sag mal, wie du, auch eine kleine Zwickauer Legende.
Gute Frage, ob ich mit dem Rainer Kallisch mal ein Bier getrunken habe. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal zusammen eins getrunken haben. Ich weiß nur, dass wir uns super verstanden haben. Er auch immer für einen Scherz zu haben war und ein guter Kerl war und ja, auch eine, vor allen Dingen eine gute Seele im Verein. Na gut, ganz glauben wollen wir das aber jetzt mal nicht, aber vielleicht hast du ja nach dem Chemiespiel 2006 Mainz zur Beruhigung genascht oder nach dem Aufstieg dann überhaupt, weil das war ja eigentlich so der einzig große Erfolg in der Zeit und du damals als Kapitän. Wer die Landesliga-Saison mitgemacht hat, das war eine Mega-Saison, wo alle top zusammengehalten haben mit einem überragenden Trainer Uwe Ferl. Und ich denke, jeder erinnert sich gerne an das letzte Spiel in Pirna, ja, an eure Dampferfahrt, was da alles los war. Ja, das war gigantisch, es war ein Traum, es war wunderschöner Tag mit Sonnenschein und es hat alles gepasst und wir sind dort in Pirna wieder aufgestiegen. Ja, und das war letztendlich entscheidend und das war auch ein tolles Erlebnis. Ja. Ja, geil, Mann. Das Pirna-Spiel, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Erst die Dampferfahrt völlig enthemmt und dann das Spiel, der Aufstieg, dieser Bauzaun vorne dran, wie der gewackelt hat nach den Toren. Das war schon wirklich utopisch gewesen. Und wie ist es bei dir? Hast du sonst noch Highlights gehabt? So gegen Dresden nur zwei oder sowas? Ja, die Spiele natürlich, immer die Derbys, ganz klar. Ja, die zwei Pokalfinals gegen Aue. Ja, natürlich auch viele, viele schöne Spiele gegen Blau und Auerbach. Ja, dort gab es viele, viele Derbys, die wir dort bestritten haben, die immer ein Highlight waren. Na, du hast ja zumindest noch ein geiles Abschiedsspiel gegen Dortmund dann gehabt, wo du noch eingewechselt worden bist. Das ist ja, hat ja fast schon Seltenheitswert bei uns. Ich kann mich eigentlich an keinen Spieler in der Neuzeit erinnern, Nee, dem das mal auch nicht. ermöglicht wurde. Nee. Da bin ich schon auch ein Stück weit sehr stolz drauf. Das war eine tolle Sache, die ich da nochmal erleben durfte. Und wir haben ja da auch nochmal eine schöne UFDA gemacht. Ich denke, das war auch nochmal ein schönes Ding zum Abschied. Und dein Lieblingstrainer? Lieblingstrainer, ja, war mit Abstand Uwe Ferl, der Trainer, der, denke ich, die Mannschaft am meisten gepackt hat, auch mit seiner Leidenschaft, mit seinem ganzen Auftreten her. Ja, er wusste immer, wo kann man mal Spaß machen, wo muss man dann auch wieder die Bremse ziehen, ja, dass kein Spieler dort irgendwo über die Grenze geht. Und das hat er super verstanden. Und wir telefonieren heute noch immer mal miteinander. Und das war der Trainer, von dem ich auch am meisten gelernt habe. Da bin ich sehr ehrlich. Ja. Und Hand aufs Herz, jetzt hier in kleiner Runde. Gibt es immer noch offene Gehaltsforderungen aus den Nullerjahren? Es hat irgendwo mit dazugehört und dort mussten wir durch. Und klar hat es irgendwo auch dem Erfolg ein Stück weit geschadet. Da bin ich auch ehrlich, ja, weil viele irgendwo mit Gedanken gar nicht mehr mit 100% auf dem Platz waren, sondern einfach nur noch 60, 70% abliefern können, ja, weil sie das einfach angekotzt hat, dass das Geld teilweise nicht pünktlich kam und man immer hinterhergerannt ist. Ja, aber es war halt damals so, es war sehr schade, weil wir hätten, denke ich, viel, viel mehr erreichen können schon damals. Ja, wenn ich daran denke, was wir trotzdem für Spieler letztendlich hatten, ob das ein André Gumprecht war, ob das mit Ragne und Tali und wie sie alle heißen, Schubidice, wir hatten ja trotzdem immer eine Top-Mannschaft. Ja, und da hätte man letztendlich, wenn diese Problemchen nicht ringsrum gewesen wären, denke ich auch viel mehr schaffen und erreichen können schon damals. Ja, dann dein Comeback zur Insolvenz 2010, als du als Trainer der zweiten Mannschaft nochmal der ersten aushelfen musstest. Wo ich als Trainer der zweiten Mannschaft dann damals nochmal aushelfen konnte, war natürlich ja, nochmal eine richtig tolle Sache. Ja, es war auch ja, irgendwo eine Anerkennung nochmal, ja, wo ich gemerkt habe, hey, die Mannschaft braucht vielleicht den Kösch nochmal auch, vielleicht auch als Motivator. Und ja, denke damals, als der Nico Quade kam, wir kannten uns ja sehr, sehr gut und er wollte, dass ich dort einfach mal noch drei, vier Spiele dort versuche mit auszuhelfen. Ja, und das war für mich natürlich Ehrensache. Und
Das war nochmal ein tolles Gefühl, auch für mich nochmal gebraucht zu werden. Ja? Und wie ich sage, ich war ja auch noch fit und. Naja, und Kesche, wir dürfen ja auch nicht das inoffizielle Abschiedsspiel nochmal, was wir organisiert haben, für dich im Weser vergessen. Erzähl doch mal da noch ein bisschen was. Mit vielen bekannten Namen, die nochmal da waren und mit mir dort so ein Abschiedsspiel gemacht haben, ja, was nochmal ein mega, mega schöner Tag war für mich, auch nochmal total emotional war. Ja, meine Familie mit da, alle, die mich irgendwo wo kennen, nochmal hergekommen sind, um Danke zu sagen und mit mir nochmal ein Spiel zu machen dort im Stadion. Ja, da kriege ich jetzt nochmal Gänsehaut, das werde ich dadurch nie vergessen. Ja, das war für mich eine riesen, riesen Anerkennung. Ja, auch in diesen vielen Jahren, als ich versucht habe, für den FSV immer alles zu geben. Ja, auch klar habe ich auch mal Scheißspiele gemacht. Also kaum. Apropos Scheiße spielen. 2008, da waren wir Herbstmeister gewesen und sind dann fast noch abgestiegen, weil wir Rückrundentabellenletzter waren. Ich kann mich genau noch an das Jahr erinnern. Ja, ich habe dort auch nicht mehr so viel gespielt oder so viel Spielpraxis bekommen. Ja, war natürlich auch lange Zeit verletzt, ganz klar. Es war keine schöne Sache. Ja, wenn man Herbstmeister wird und Rückrundenletzter wird, dann ist das schon sehr, sehr krass und darf eigentlich nicht passieren. Aber wie gesagt, im Fußball geht es manchmal ganz schön verrückt zu. Ja, ich glaube, das sehen wir jedes Wochenende. Und aber Kirsch, naja, trotzdem hat es ja mit uns Fans irgendwie immer hingehauen. Also zumindest mit dir, weil du hast ja schon eigentlich immer einen Stein bei uns im Brett gehabt. Ich habe mich hier von Anfang an, ja, auch von euch Fans super aufgenommen gefühlt. Ja, ich wusste ja, dass ich hier zu einem Traditionsverein komme, ja, und dort alles abliefern muss, was ich kann. Ja, dort wirst du beobachtet von allen Seiten. Ja, dort ist viel mehr Presse und alles wie seinerzeit in Hof. Ja. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und für mich gab es nur eins. Ich wollte hier strampeln, ich wollte arbeiten, ich wollte Fußball spielen und ich wollte vor allen Dingen auch euch draußen immer zeigen, hier steht jemand auf dem Platz, der vielleicht nicht der beste Fußballer ist. Ja, aber der kämpfen kann, der eine Mannschaft mitziehen kann, der ja, auch mal über seine Grenzen gehen kann. Ja, der vielleicht auch mal mit dem Schiri gemeckert hat, ja, weil er Emotionen hat. Ja, vielleicht auch mal dafür runtergeflogen ist. Ja, aber ich war immer jemand, der das gelebt hat oder der alles gelebt hat, egal was war. Ja, ob das zwei Insolvenzen waren oder sonst was. Ja, und wenn mich mal jemand kontaktiert und da weiß ich, ich bin immer noch in den Köpfen der Fans und die haben mich nicht vergessen. Und so war es die ganzen letzten Jahre, ja, auch wenn man mal eine Zeit lang nicht viel hört, aber ich bin ja trotzdem auch regelmäßig bei den Spielen draußen und für mich wart ihr Fans immer mega. Ja. Ich habe ein tolles Vertrauensverhältnis auch zu euch gehabt. Ja. Ich war immer da, auch egal ob das Weihnachtsfeiern waren, ob das sonst irgendwelche Dinge waren. Ja, ich denke, ich habe versucht, auf dem Platz euch immer was zurückzugeben. Ja, wir haben viele schöne Uftas gesungen. Ja, ich denke, auch das hat irgendwo ein bisschen was hinterlassen. Ja, ich wollte, wie gesagt, ich wollte das immer leben, auch mit euch Fans das leben. Ja, weil ich denke, das zeichnet auch einen Fußballer aus. Ja, dass man nicht nur nach dem Spiel dann gleich in die Kabine stapft, sondern auch wenn wir mal nach Niederlagen, ja, auch mal dorthin zu laufen. Ja, nach Siegen natürlich, da haben wir gefeiert. Das waren mega schöne Erlebnisse und die werde ich immer in meinem Herzen tragen und auch nie vergessen. Und ich habe euch bis heute nicht vergessen. Ja, und ich merke auch, wenn ich mal durch die Stadt gehe oder wenn ich im Stadion bin, dass mich viele, viele Leute noch grüßen ja, sagen, Kirch, Mensch, schade, dass du jetzt nicht hier nochmal in dem schönen Stadion spielen kannst. Und ja, das macht mich stolz und ich bin mega, mega dankbar für die Zeit, die ich hier erleben durfte. Ja, und in der Zeit wart ihr Fans ein ganz großer Bestandteil von mir und das werdet auch immer bleiben. Ja, und das, was ihr mir gegeben habt,
Das habe ich immer versucht, irgendwo zurückzugeben. Und ich kann mich noch an den Plakat erinnern, Alex K. Superstar. Ja, das war, wenn man da rauskommt in den Stadion, da war ich sprachlos, weil das kannte ich nicht. Wenn ich da heute dran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut, weil das, denke ich, nicht viele Spieler bekommen sowas. Ja, auch so eine Anerkennung vom Publikum, von den Fans. Und ja, da war ich ganz einfach mega, mega dankbar drüber. Und ich habe immer alles gegeben. Ja, und das habt ihr honoriert. Und deswegen denke ich, bin ich bei euch auch in guter Erinnerung geblieben. Und werde auch immer, wenn ihr irgendwas braucht oder mich mal zu irgendwas einladen wollt oder wie auch immer, dann werde ich immer da sein oder werde das versuchen einzurichten. Und ja, ich kann mich nur noch mal auch jetzt dort bei allen bedanken, ja, dass ich das alles mit euch erleben Oh, durfte. Kirsch, das ist wirklich. Danke dir, Kirsch. Also, komische Worte. Mach jetzt mal hier zu, mach jetzt mal die Aufnahme aus.